Meine Damen und Herren, es ist etwas Schreckliches passiert. Obwohl auf meiner Jacke ganz klar Pilot steht, wurde ich für den deutschen Luftraum gesperrt. Das ist wirklich ein Skandal, meine Damen und Herren. Ich kann mir das wirklich nicht erklären. Das ist doch viel zu gefährlich. Oh Gott, nochmal hoch, nochmal hoch, nochmal hoch. Wir sind viel zu langsam. Wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht. Und leider ist es nicht nur der Flugraum in Deutschland, sondern auf der kompletten Welt. Aber ich habe mitgedacht, Leute. Mein Flugverbot, das gilt ja nur für die Erde. Aber was ist im Weltraum? Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Star Wars Squadrons. Was soll ich denn da mit einem A320 fliegen? Hier, wenn ich so einen TIE Fighter zur Verfügung habe. Bereit machen zum Start, jawohl. Oh, eieiei. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, hallo. Also, ich bin mal gespannt, ob das hier alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Beginne Startvorbereitung. Ja. Pilotin, starte deine Cockpit-Systeme. Pilotin? Verstanden. Ja, ist in Ordnung. Systeme starten. Jo, sind gestartet. Ja, warte. Alles, ja, alles an hier. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem okay. Jäger. Mach ich. Und Schub! Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Ja, mach ich doch! Ja, der Schub nicht! Herr Kapitän! Der Slider! Oh ja! Na gut, dann müssen wir ein bisschen auch mit der Tastatur arbeiten. Ja, aber das ist ja kein Problem. Jawohl, was soll ich denn da unten, weißt du? Folge Captain Jarvis um die Flotte herum. Nicht mal mit Deutsch kann er richtig sprechen, aber ist kein Problem. Ja, guck mal, jetzt geht's. Ja, krass. Let's go. Alle mir nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung zu kalibrieren. Okay, ich kalibriere hier. In Ordnung. Oh, alter Falter. Ja, ich folge Ihnen. Ich muss ganz kurz sagen, ich bin kein Star Wars Experte, Leute. Ich habe das zwar alles mir mal reingezogen, aber die Begrifflichkeit, ist das ein Sternzerstörer, ja, oder? Von innen vergisst man schnell, wie groß unsere Sternzerstörer wirklich sind. Ja, guck, hatte ich recht, Sternzerstörer. Ey, das ist ein richtig dicker Oschi. Da geb ich direkt mal Stoff, Alter. Boah, alt. Hat sich da nicht mal Han Solo versteckt? An dem oberen Teil davon? Abstand halten, Helix. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Teil zu... Ja, ja, ich probier's ja. Warte doch mal. Warte mal, ich habe jetzt hier gerade Probleme. Oh, alter Schwede. Junge, da hat's aber gerade richtig gedampft da rechts. Helix-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Ja, ich dock an. Muss ich jetzt landen? Och, nö. Junge, das hat beim Flugsimulator schon nicht ganz so gut funktioniert. Wir schaffen das nicht. Jetzt runter. Jetzt runter. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Ah, da werden wir hier eingehakt. Let's go. Da sind wir. So, ich folge dir einfach mal. Ich gebe aber ein bisschen Stulle. Ich will jetzt hier mal ballern. Ich habe, wo sind denn überhaupt meine, wo sind meine Schießinstrumente? An alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon James vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Ziele in der Mitte des Sensors direkt vor dir. Pilotin, inspiziere zuerst dieses Schiff. Welches? Ah ja, ja, ich scan. Moment, Moment. Wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Ja, ich habe es. Einmal gescannt. Oh, der scannt aber ein bisschen lange. Vorsicht! Scan abgeschlossen. Treu ergeben, ich schwöre. Ja. Das würde ich dir aber auch wünschen. Da, ein Schiff versucht zu fliehen. Oh. Oder einfach eine Inspektion. Eieiei. Manieren beibringen. Ja, das würde ich auch mal sagen. Alle Waffensysteme hochfahren. Ist das der Chewbacca? Wo ist er? Erfasse es mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Ich baller los. Laser abfeuern? Ja, hier, ich habe nichts zum Laser abfeuern jetzt. Da muss ich mit der Maus. Oh Gott! Ich hab's kurz gerammt. Zack, Alter. Kleine Salve. Wird abgeballert. Ja, sehr gut. Ach, ich war zu weit weg. Junge, warum fliege ich denn direkt in die Luft, nur wenn ich mal kurz ein bisschen zu weit weg bin? So, ich muss mal hier switchen, Alter. Du kommst jetzt mal weg, das ist zwar alles in Ordnung, aber ich glaube, ist tatsächlich geiler. Wartet, jetzt, oh nee, jetzt bin ich gleich schon wieder. Was ist los? Oh, Feinde. Ziel erfasst und zerstört, sehr gut. So, hier sind aber noch ein paar mehrere am Start. Haben wir. Sauber. Okay, Alter, ich bin jetzt ganz gut unter Beschuss. Ich hätte vielleicht hier nicht so mega reinfliegen sollen. Boah, Junge. Und den nächsten. Boah, let's go. Und raus hier. Einmal raus hier. Das sollte reichen. Nicht schlecht, Pilotin. Ja, danke. Pilotin,
So, ja, ich folg dir. Wir haben Feindaktivität. Oh, nee. Ach, als ob. Junge, aber warum müssen wir denn jetzt hier rein? Ist doch viel zu eng. Sag mal, was mache ich denn jetzt hier? Nee, das ist die falsche. Ach, dreh um. Ach, komm. So, jetzt gibt's ja beim richtigen Dogfight. Die Rebellion. So, hier vorne, da fliegt einer. Ich hab ich drin. Junge, ist der schnell. Ich bin wie so ein Rentner. So, da. Warte. Krieg ich dich. Das sieht nicht gut aus, Leute. Oh, sie ist ja mega schnell. Oh, das war ein guter Treffer. Er brennt. Hammer. So macht man. Geiles Ding. Ich gehe mal ganz kurz auf die Schilde. Drück auch Q, damit ich mich wieder ein bisschen repariere. So, den Hammer. Perfekt. Vorhalten. Komm. Boah, Alter, den hätten wir beinahe angekachelt, den Jungen. Amen. Jawohl, der ist abgestürzt. Boah, Alter. Oh. Ach, krass. Oh, ich glaube, das ist der letzte. Ja, zerstört. Feierabend jetzt aber auch. Boah, ist warm. Die Rebellenjäger kommen aus dem Tunnel durch die Station. Ja, ballert den Tunnel weg. Da, der Konvoi. Feuer bereit machen. Okay, ich flieg rein. Ich wollte keine ballern. Im Anflug. Oh, was war das denn? Bin außer Gefecht. Systeme sind ausgefallen. Scheiße. Das waren Ionenraketen. Wo zur Hölle kamen die her? Entschuldige, Teresa. Nach Alderaan kann ich nicht ignorieren, was aus dem Imperium geworden ist. Sir? Linden? Was sagen Sie da? Dass es mir egal ist, wer den Befehl erteilt hat. Ich diene nicht, um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Ja, bin ich dabei. Ich will ja auch keine Unschuldigen wegballern. Ja, ich versuch... Oh, Systeme wieder online. Folge dem Verräter. Nee, das ist doch kein Verräter. Boah. Ist aber auch wirklich schon ein bisschen eng jetzt hier. Können die auch mal ein bisschen breiter bauen? Oh, schaffen wir das da durch? Schaffen wir das? Raus aus dem Tunnel. Oh, scheiße. Oh. So, Energie auf Triebwerke umgeleitet. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen schneller. Oh ja, wir holen echt ganz gut auf. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr schießen. Was? Wir kommen durch. Haben wir es geschafft? Scheiße. Junge, die haben keine Chance. Staffel. Oh, das wäre geil, wenn wir jetzt so einfliegen. Hey, hast du vergessen, dass du auch da bist? Krass, wir sind in einem X-Wing. Boah, das ist echt richtig cool. Information. Ja, weil ich brauche ein bisschen länger. Ich bin von der Erde. Oh Gott, es tut mir leid, ich habe da was angerammt. Oh, jetzt haben wir drei dicke Bomben, glaube ich. Aber jetzt kämpfen wir ja praktisch gegen uns selbst. Echo-Staffel, leitet alle Energie in die Triebwerke, fliegt unter den Sternenzerstörer und wartet auf mein Signal. Okay, ganz ruhig. Wartet. Ja, ich bin ja schon. Schub einleiten, okay, Schub. Vorsicht. Jo, da vorne werden schon einige komplett zerstört. Let's go, ich gehe komplett auf die Waffen. Und mit dem X-Wing komme ich ein bisschen besser zurecht, habe ich zumindest das Gefühl. Let's go, direkt den zweiten weggeballert. Wow. Halten. Und jetzt. Jawohl, da fliegt sie. Bam, Treffer. Rakete. Abschuss. Und ab. Noch ein Abschuss. Oh, ich muss mich unbedingt mal kurz was auf die Schilde. Krass, wir haben guten Schaden kassiert. Welche Staffel? Wir gehen auf Position und eskortieren die Transporter. Ja, warte mal. Ich brauche hier noch so einen Helm. Die Leute aus Star Wars haben doch immer so Helme, wenn sie da drin sind. So. Ich bin bereit, Leute. Wenn man Star Wars Helm auf Wish bestellt. Ein Quasar kommt auf den Konvoi zu.
Was kommt? Und wahrscheinlich randvoll mit Verstärkung. Erledigt die Thais. Doch, komm, bitte, bitte. Und abfeuern. Rakete, dann direkt den nächsten. Hier müssen wir eigentlich ganz gut welche wegballern. Oh, Alter, da fallen jetzt aber wirklich einige. Wow, wo bin ich denn jetzt gerade gegen geflogen? Ich kann nicht so gut gucken, Alter. Meine Brille ist irgendwie scheiße. Ja, sehr gut. Nachschub erhalten von Echo-Unterstützung und Feuer. Ey, ich finde das geil, dass man wirklich die Leute auch praktisch rammen kann. Zerstöre den imperialen Raider. Okay. Boah, das war ein bisschen scheiße jetzt gerade, aber es ist kein Problem. Sie versuchen Schutz von den Großkampfschiffen zu erhalten. Ja, ich gebe ihm jetzt den Rest im Raider. Ich bring's zu Ende. Volle Kanne. Eine Rakete habe ich noch. Ja, sehr nice. Sag mal, warum dampft das bei mir schon im Schiff? Ach, hier wird ja noch geschossen. Oh. Junge, war ich einfach komplett auf den Kopf gedreht. Ja, aber wo ist denn ein Universum oben und unten? Weiß doch auch niemand. So, komm, 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 komm. Oh, Lasergeschütz hat noch 100%. Jo, das hat mich auch komplett erfasst. Scheiße. Hoffentlich kann eure Flotte die Schilde unten halten. Ja, ja, kein Problem. Schilde sind hoffentlich gleich unten. Ja, ich baller. Ich gebe ja alles drauf. Junge, die hat aber noch viel. Die hat fast 100 HP. Ja, ich baller doch. Ich baller. Ich mach einfach alles. Ich habe noch 46. Ich lad kurz auf. Komm, das Ding ist doch kaputt. Und jetzt weg. Weg. Ihr beide habt's geschafft. Und jetzt weg da! Der Flüchtlingskonvoi ist in Sicherheit. Alle Schiffe bereit machen für Lichtgeschwindigkeit. Und ein weiteres Mal haben wir die Welt gerettet. Okay, Leute, das war's mit der neuen Folge von Star Wars Squadrons. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.